Hallo meine Zaubermäuschen und herzlich willkommen zu Unicorn. Ja, heute mal eine etwas andere Location. Ich bin heute mal bei mir hier auf Arbeit in unserem geilen Filmstudio. Hier kann man zum Beispiel sowas machen. Oder sowas. Ja, das ist doch schon ganz geil. Ja, aber ich schwafel nicht mehr länger. Lass uns doch einfach mit dem Video starten. So, die letzten drei Übungen jetzt noch schnell. Wir versuchen jetzt in dieser Übung die Kreise auszufüllen. Dabei werden wir immer kleiner, natürlich auch immer schwieriger. Das ist relativ wichtig, auch zum Zielen zu üben, denn wir wollen ja manchmal auch Sachen einfach nur ausmalen. Deshalb ist das jetzt relativ wichtig. Ich mache das immer so, dass ich mit kleinen Kreisen in der Mitte anfange und mich dann langsam nach außen arbeite. Ja, ist für mich einfach so die einfachste Methode. Aber da müsst ihr natürlich selber gucken, wie ihr klarkommt. Natürlich an der Linie müsst ihr möglichst dünn werden mit den Strichen, damit ihr nicht so großflächig über die Linie kommt. So, die vorletzte Übung, da versuchen wir jetzt einfach mal in die Mitte der Zeichen einen Punkt zu setzen, wirklich nur einen kleinen Punkt, weil punktuell müssen wir auch sehr gut zielen können, wenn wir dann später Negativmuster machen wollen oder einfach nur irgendwo in eine Blume einen kleinen Farbverlauf reinmachen wollen. Ja, wie schon gesagt, zielen ist natürlich das A und O bei Airbrush auf Fingernägeln, weil wir haben natürlich sehr kleine Motive und da ist das natürlich extrem wichtig, denn wir wollen ja nicht die ganze Kundin anmalen, sondern wirklich nur punktuell auf dem Nagel kleine Muster ausmalen oder anmalen mit der Airbrush-Pistole. Ja, versucht einfach mal so genau wie möglich in die Mitte zu zielen mit einem Treffer und ja, dann probiert euch mal durch das ganze Blatt durch. So kommen wir zur letzten Übung und dann habt ihr es auch schon geschafft. Bei dieser Übung versuchen wir mal so ein bisschen diese Formen auszumalen, die auf dem Blatt sind. Ich habe da mal so 6 Stück vorbereitet, von einfach bis relativ schwierig, wobei das Logo sehr schwierig ist, weil es wirklich feine Linien erfordert. Und ja, probieren wir es doch einfach mal aus. Auch hier müsst ihr natürlich wieder sehr nah mit der Pistole an das Blatt Papier, um möglichst dünne Linien hinzukriegen. Ja, probiert euch einfach mal durch, vom A übers C bis zum B, alles mal auszuprobieren, komplett auszumalen. Das ist wirklich eine ganz schöne Übung, um so ein bisschen Routine reinzukriegen in das Ganze. So, das war es dann auch schon im Groben und Ganzen. Das Ganze muss natürlich jetzt nicht perfekt werden. Ich habe es jetzt auch nicht perfekt ausgemalt. Ich möchte euch einfach nur mal so die ganzen Regeln bzw. die ganzen Übungen so ein bisschen an die Hand legen. Ja, kommen wir doch jetzt einfach mal zu den Schablonen. So, ich zeige euch das Ganze jetzt erstmal auf einem Blatt Papier. Und zwar müssen wir jetzt erstmal die Schablone rausholen. Ich zeige es euch nochmal. Erstmal die Negativen hier rausziehen. Den werden wir gleich noch brauchen. Deshalb klebe ich den hier einfach schon mal auf so ein Blatt Papier drauf. Und dann den Positiven machen wir doch direkt mal daneben. Worauf ihr achten solltet, wenn ihr die ganzen Sachen auf den Nagel klebt, dass diese Ränder richtig schön am Nagel ansitzen. Denn wenn der Sprühnebel unter diese Ränder kommt, entstehen so kleine Farbverläufe. Das sieht immer sehr doof aus, möchte ich mal sagen. Ja, aber das werdet ihr dann sehen, wenn ihr das erste Mal auf den Nagel sprüht wahrscheinlich, dass das dann so aussieht. So, wie gesagt, das Ganze schön andrücken. Auf einem gebogenen Nagel ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Deshalb versucht es erstmal auf einem Blatt Papier. Genau dasselbe mit der Negativschablone, die natürlich auch richtig schön festdrücken.
Würde ich immer mit einer Zellette machen, aber kommen wir später auch noch zu. So, und beim Aufsprühen müssen wir jetzt natürlich genau zielen, weil wir dürfen nicht über die Schablone kommen, denn sonst habt ihr harte Kanten irgendwo auf dem Nagel. Deshalb arbeiten wir wirklich nur so nah wie möglich an dem Motiv. Und dann versuchen wir doch einfach jetzt mal, das Ganze auszumalen. Hier müsst ihr natürlich auch darauf achten, dass nicht zu viel Farbe plötzlich aus der Pistole kommt. Wirklich nur mit einem leichten Farbfilm drüber gehen und dann immer mehr werden. Nicht, dass plötzlich zu viel Farbe aus der Pistole rausgeschossen kommt und ihr euch das Motiv dann versaut. Die Schablone könnt ihr natürlich noch länger drauf lassen, wenn ihr jetzt mit zwei Farben arbeiten wollt zum Beispiel. Wenn ihr da jetzt noch einen weißen Farbverlauf drüber machen wollt, lasst die Schablone drauf. Ansonsten könnt ihr die natürlich auch direkt entfernen. Und dann gucken wir uns einfach mal das Motiv an. Da wäre es auch schon. Ja, sieht doch schon ganz geil aus. Machen wir doch mal mit dem Negativ weiter und gucken uns mal an, wie das aussieht. Hier solltet ihr auch wieder darauf achten, dass nicht so viel Farbe rauskommt. Hier ist gerade meine Pistole ein wenig verstopft. Wahrscheinlich war ein kleines Staubkorn drin. Dann zielt einfach mal irgendwie auf eine Zewa-Unterlage oder so einmal ein bisschen mehr Farbe kommen lassen und dann könnt ihr wieder ans Motiv gehen. So, dann ziehen wir natürlich auch wieder hier die Schablone vom Nagel ab oder beziehungsweise vom Untergrund und dann haben wir das Negativmuster. Gibt auch immer wieder einen schönen Effekt. In Schwarz sieht es natürlich jetzt nicht so geil aus, aber auf einem schönen Farbverlauf mit getupftem Untergrund zum Beispiel kommt das richtig geil mit weißer Farbe. Wenn ihr dann fertig seid mit Sprühen, natürlich die Farbe sofort rausmachen, bevor sie antrocknet, denn dann wird die Reinigung sehr unkomfortabel und ihr werdet sehr große Probleme kriegen, das Ding wieder sauber zu kriegen. Mein Gott, habe ich heute Sprachfindungsstörung, ey. Ja, dabei einfach hier die Pistole einführen und dann das Ganze, die Farbe in den Cleanpot reinsprühen. Ihr braucht euch nicht extra Reinigungszeug für Airbrush-Pistolen kaufen. Könnt ihr natürlich, müsst ihr aber nicht. Es geht natürlich auch Glasreiniger. Hat jeder zu Hause. Das Ganze einfach verdünnen und dann in die Pistole sprühen. Einfach ein paar Tropfen rein. Und dann das Ganze mit einem alten Pinsel. Am besten so ein bisschen sauber rubbeln. Und dann das Überschüssige natürlich auch wieder in den Cleanpot reinsprühen. Das ist natürlich nicht die komplette Reinigung. Die komplette Reinigung werde ich in einem eigenen Video durchgehen, weil die Pistole auseinanderbauen, das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Wenn ihr an einem Tag sehr oft Airbrush macht, dann braucht ihr das natürlich nicht nach jeder Kundin machen, die Pistole komplett auseinanderzubauen. Das könnt ihr dann am Ende des Tages machen oder am nächsten Tag morgens, das geht natürlich auch noch. Ansonsten, wenn ihr selten Airbrush macht, solltet ihr es wirklich einmal am Tag machen. Also wenn ihr die morgens benutzt, dann solltet ihr die abends schon am besten einmal sauber machen. Aussprühen solltet ihr das Ganze immer, denn die Farbe, wenn die einmal trocken ist, dann wird es wirklich schwierig, das Ganze sauber zu kriegen. So, fangen wir mit dem ersten Motiv auf einem Nagel an. Stört euch jetzt nicht an diesem Zewa. Das ist ein Kühlpad, weil meine Kamera ständig überhitzt. Ich versuche es jetzt mal so. Muss ich nochmal eine bessere Lösung finden. Also machen wir erstmal die positiven Schablonen. Ich habe jetzt hier schon einen Tipp angeraut. Generell solltet ihr diese Motive nach dem Aufbaugel auftragen, beziehungsweise nachdem ihr den Apex nachgefeilt habt, auf die raue Oberfläche. Ich habe diesen Tipp jetzt schon mal angeraut im Vorfeld. Und dann starten wir doch einfach mal damit, erstmal das Motiv rauszufummeln. Würde ich euch wirklich empfehlen, so eine spitze Pinzette euch zu organisieren. Und dann fummeln wir die Dinger hier mal raus.
Na, komm. So. Die nicht wegschmeißen, weil die können wir später nochmal benutzen. Und dann nehmen wir uns mal das Teil hier und kleben es auf den Nagel. Am besten, ja, ihr werdet wahrscheinlich Handschuhe tragen. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Ich drücke es jetzt einfach mal mit einer Zellette fest. Wirklich darauf achten, dass die Ränder schön sauber am Nagel sitzen. Ich hoffe, man sieht es. Ja, so. Dass die Ränder schön sauber am Nagel sitzen, dass hier nicht so eine große Lücke ist irgendwo. Und das Ganze dann schön festdrücken. So. Das war es schon mal zu der Vorbereitung. Ich schnappe mir jetzt meine Airbrush-Pistole, packe da Weiß rein. Wenn ihr helle Farben machen wollt, wie zum Beispiel Gelb, solltet ihr erst ein Weiß drunter machen. Weil solche Farben wie Gelb und Pink oder wie auch immer kommen besser zur Geltung, wenn ihr Weiß drunter habt. Bei Schwarz ist es egal, Schwarz deckt immer super, Weiß deckt auch meistens super. Wenn ihr ein gutes Weiß habt, ich verlinke euch nochmal das, was ich benutze, unten in der Infobox oder Beschreibung, wie auch immer. Und ja, ich mache jetzt erstmal Weiß rein und dann starten wir mit dem Sprühen. Immer kräftig schütteln vor Gebrauch. Da sind so kleine Kügelchen drin, die das Ganze nochmal so ein bisschen durcheinander bringen. Und dann kommt das Ganze mal jetzt nur einen Tropfen rein. Das wird wahrscheinlich reichen. Und dann gucken wir mal, dass wir das jetzt da drauf kriegen. Ich persönlich habe früher das Ganze immer erstmal auf meinem Handschuh ausprobiert. Ich mache es jetzt mal auf meiner Hand. So, und da hätten wir jetzt unsere ganz einfachen Blätter schon mal fertig. Ich ziehe das jetzt einfach mal ab, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. So. Die Schablone benutze ich jetzt einfach nochmal, um euch mal so einen Farbverlauf zu zeigen. Kleben wir jetzt mal hier oben hin. Auch wieder schön andrücken. Seht mir bitte nach, dass ich das jetzt hier einfach mit dem Finger mache. Ihr solltet das natürlich mit Handschuhen machen. Und dann, da ich jetzt einen Farbverlauf machen möchte von, ja, weiß nicht, nehmen wir mal, was habe ich denn so? Lila. Von Lila nach Weiß. Mache ich jetzt erstmal Weiß. Und dann mache ich einen Schuss Lila drauf. Jetzt bleibt die Schablone natürlich drauf. Weil, wie gesagt, wir wollen ja einen Farbverlauf machen. Deshalb Schablone drauf lassen und jetzt erstmal das Lila organisieren. Ich nehme jetzt einfach mal meine zweite Pistole dazu, schraube die erst ab. Ist natürlich praktischer, wenn ihr dann direkt zwei an eurem Kompressor dran habt. Aber da ich das Weiß gleich noch brauche, mache ich es jetzt einfach mal so. Und dann einfach ein Tropfen Lila in die Pistole rein. Und dann fangen wir an. Ich möchte jetzt hier das Dunkle haben, also quasi das Lila. Also sprühe ich auch nur in diesem Bereich. Die Spitzen lasse ich aus. Dabei sind die Übungen jetzt natürlich sehr wichtig, weil hier müssen wir genau zielen. So, im Grunde war es das jetzt schon. Jetzt ziehen wir einfach die Schablone ab und schon haben wir unseren Farbverlauf. Das war es jetzt auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne einen Daumen nach oben, sharen, teilen, liken, abonnieren,
alles, was ihr wollt. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.